Meinst du, ohne Paywall kommt man als Solo-Spieler auch ins Endgame? Ja, die Raid-Bosse und Bosse und so weiter. Definitiv. Du, die Leute, es fuckt mich ein bisschen ab, dass dadurch quasi jetzt mehr oder weniger Klicks gefarmt werden. Also, du hast. Kannst dir mit Echtgeld, kannst du dir die Währung fürs Auktionshaus kaufen. Das stimmt. So. Das heißt, rein theoretisch, also in der Theorie, du könntest jetzt, sagen wir mal, du nimmst 1000 Euro in die Hand, kaufst dir die Auktionshauswährung und jemand stellt jetzt die ganzen Sachen ins Auktionshaus rein, du könntest dir diese direkt kaufen, ohne zu grinden. Was du jetzt aber hast, ist, du brauchst die Mats, um das Ganze zu uppen. Du brauchst die ganzen Trades. Das sind quasi so Bonuseffekte für deine lila Waffe. Wie Junge macht der Schaden? Und aktuell hast du die ganzen Trades, diese Bonuseffekte, die tatsächlich deine Waffe stark machen. Du kommst kaum an sowas ran. Für die lilanen Sachen im Auktionshaus, weil keiner verkauft's. Weil diejenigen, die dies halt brauchen, benutzt es halt für sich. So, die Frage ist, wenn das Spiel jetzt schon mal 3, 4 Monate draußen ist oder vielleicht auch 2, 3 Monate draußen ist, wie viele Leute werden Sachen doppelt oder dreifach haben und werden dann anfangen, diese ins Auktionshaus zu stellen und zu verkaufen? Das heißt aber wiederum, irgendjemand muss sich die ja auch so einfach selber erfarmt haben oder grindet haben. Von dem her, am Anfang wirst du es nicht kaufen können. Später vielleicht schon, dann sind aber die Free-to-Play-Player genauso weit wie diejenigen, die anfangen rein zu cashen. Und diejenigen, die sich ergrindet haben, kriegen ja dann die Ingame-Kohle und können damit ja auch Sachen kaufen, die sie halt brauchen. Also, ich sehe es aktuell vor allem in den ersten Monaten absolut nicht problematisch. Und eine lila Waffe, wenn du sie dir mit Echtgeld kaufst, herzlichen Glückwunsch, hast sie. Hast du aber eine blaue mit den passenden Werten drauf, die geuppt ist, ist die besser. Also, von dem her, ich sehe den Sinn nicht, warum du Geld reinstecken solltest, außer man ist halt dumm. So, und die wird es halt bestimmt geben, aber davon kannst du dann profitieren. Weil wenn diejenigen, die am Anfang reincashen, ich denke, ja, okay, die kaufen sich einfach den Scheiß aus dem Auktionshaus. Hey, schau zu, dass du es einfach so teuer wie möglich verkaufst und profitier davon. Und dann sammelst du dir diese Auktionshauswährung. Und alles ist gut. Ich hoffe aber still und leise, dass Amazon da, ja, da nicht mitgeht und in dem Bereich vom Marktplatz irgendwas an. Das ist halt auch das Thema, warum es sein könnte, dass es ein bisschen dauert, dass sie gucken, okay, wie machen sie die Monetarisierung? Weil ich sag mal, grundsätzlich Skins und so weiter, Battle Pass wie ein monatliches Abo oder so, das ist ja gar kein Problem, das kannst du ja alles machen. Das macht ja gefühlt jedes andere Game auch. Die Frage ist, glaube ich, tatsächlich eher wegen dieser Auktionshauswährung. Lucent nennt sie sich, by the way. Dass es daran vielleicht gerade ein bisschen hapert oder scheitert. Aber das bleibt halt einfach abzuwarten, wie das dann aussieht. Warst du beim großen Wurmboss schon? Nee, tatsächlich noch nicht. Ich war heute bei dem mit den Augen und so weiter, der 45er, der ist aber, der hat mich komplett hops genommen, der hat mich direkt weggeklatscht. Post noch mal kurz. Silas. Need more. hoppla.
Was? Ich habe eine Streamerin auf Lavu gesehen, dachte mir, ich folge ihr auf Twitch. Geil. Aber hat sie ihren Twitch-Link auf Lavu gepostet oder wie? Wie kann ich mir das vorstellen? Ey, der 50er Bogenschütze macht Crossbow. Wild. Wild. Also das ist schon alles bis. Das ist nicht meine, das ist mein Dude. Oh fuck. Langsam sollten sie begriffen haben, dass nicht gut ankommt von mir aus Battle Pass und Skins etc., aber dann reicht es halt auch. Ja, und ich finde, wenn du zum Beispiel sagst, okay, wenn du der zum Battle Pass, du hast, weiß nicht, du kannst dich in bestimmte Gebiete kostenlos hinteleportieren und musst nicht deine 5.000-6.000 zahlen an Gold oder sowas. Fände ich vollkommen in Ordnung. Mach den monatlichen Battle Pass 15 Euro. WoW-Abo kostet auch, was, 13 Euro oder was auch immer. So, vollkommen gerechtfertigt. Und bei Battle Pass hast du deine Skins, die du kriegst. Hast du da deine Goodies. Also es fühlt sich nicht an, als würdest du für nichts zahlen. Und hast ein paar Vorteile im Spiel. Wäre so das perfekte Szenario und verdient dann damit dein Geld. Und bring halt viele Skins raus. Schau zu, dass, mein Gott, wenn ein Skin dann mal 15, 20 Euro kostet, dann ist halt so. Wenn er geil ist, kauft man es trotzdem. Wäre schon ganz cool. Also ich hoffe mal, dass sie den Weg einschlagen. Aber leider ist es in den letzten 10 Jahren abgerutscht. Ja, du wirst da auch nicht mehr von wegkommen. Ich meine, ich verstehe auch nicht, warum sich Leute über Battle Pass und sowas aufregen. Man kann nicht alles kostenlos kriegen. So, wenn das Spiel nichts kostet, irgendwo müssen die ja Kohle dran verdienen. Weil vor allem, wenn das Spiel gut ist, möchte ich doch, dass es weiterentwickelt wird. Ich möchte doch mehr Content haben. Ich möchte doch weiter zocken. Deswegen habe ich auch zum Beispiel gerne Kohle bei Black Desert da gelassen. Ich habe super viel Spaß mit dem Spiel. Also warum sollte ich nicht Geld ausgeben dafür? Um irgendeinen geilen Skin zu haben oder sonstiges, ja? Genau, oder Gebühren auf dem Marktplatz wie Video. Wie meinst du Gebühren? Achso, ja, als Boni, dass du. Genau, hier hast du ja ein Steuersystem. Du zahlst überall auf alles, was du kaufst, in egal welchem Shop oder so. Hast du quasi, ich glaube, 22% Steuern sind es gerade um den Dreh rum. So. Und wenn du dann sagst, okay, weil du den monatlichen Battle Pass für deine 15 Euro dir geholt hast, zahlst du keine 22% Steuern, sondern nur 10. So ein Zeug zum Beispiel. Vollkommen in Ordnung. Ist doch geil. Weil diejenigen, die quasi die Entwickler supporten, die das Spiel supporten, kriegen halt einfach ein bisschen Boni. Die keinen Bock drauf haben und Free-to-Play sein wollen, zahlen halt einfach ein Ticken mehr Gold. Mein Gott, muss halt ein paar mehr Quests, zwei, drei Quests mehr machen. Ich kann schon verstehen, dass wahrscheinlich einige Leute nicht bereit sind, Vollpreis zu zahlen für was, was sie jetzt nicht wissen, okay, werden sie es lange spielen oder nicht. Vollkommen in Ordnung. Aber hey, wenn dir das Spiel taugt, mein Gott, dann seid doch bereit, irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro mal reinzustecken oder so. Und selbst wenn nicht, musst du ja nicht. Also du kannst ja konstant
Free-to-play. Es gibt Leute, die haben Black Desert, die spielen das seit 5 Jahren, sind richtig, richtig weit im Endgame-Content, auch PvP-mäßig, sind aber komplett Free-to-play. Gibt's ja auch.